Jemand anders hat Trinity in der Dunkelheit unter der Kathedrale angegriffen. Könnten das die Unsterblichen sein, die Sophia erwähnte? Und wenn ja, welche Rolle spielen sie bei all dem? Ich habe so viele Fragen. Aber im Moment bin ich nur erleichtert. Jonah lebt. Ich hätte wissen müssen, dass er mich suchen kommt. Und Gott sei Dank fanden ihn Jacobs Leute, bevor er Trinity in die Arme gelaufen ist. Ich wollte nicht, dass er sich auch in Gefahr bringt. Aber ich muss zugeben, ich bin froh, dass er hier ist. Furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für ihr Volk getan hast. Lara, schön, dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Ja, jetzt sind wir ja mal gespannt, was die da rausfinden. Höhe? Die Karte entschlüsseln, die habe ich jetzt geholt. Jetzt sind sie grad, läuft gerade eine Filmsequenz. Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Ja. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Tötet sie. Lara! In meine Hand!
Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Jonah, halte durch. Sophia, bist du da? Lara, geht es dir gut? Ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Und kurz auf K. Sound muted. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich habe gedacht, ich schaffe das heute durch, aber das ist wahrscheinlich noch sehr, sehr lange. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen Abend denke ich, morgen Abend wird es keinen Stream geben. Ich bin morgen unterwegs. Dann wird es am Dienstag weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Nacht, kommt gut in die neue Woche. Ich werde euch ein Host reinknallen. Mal gucken, zu wem es geht. Wahrscheinlich wird es zu Elektrinchen gehen, denke ich. Wünsche euch noch was. In diesem Sinne, schlaft gut. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis denn dann. Ciao. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut? Mit dem Paul ist Schluss für heute. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter. Ja, das Männchen auf. Scherze ohne Ende, macht ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, Donnerfahr und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.